Das war der Start mit meinem Hula-Hoop-Reifen, den ich schon lange in der Ecke liegen hatte. Den haben wir rausgekramt und los ging's. Der Anfang war ziemlich holprig und ja, ich sah sehr unbeholfen aus. Da das Wetter schön war, ging's auch mit dem Reifen mal raus. Ja, hier könnt ihr sehen, wie blau ich an der Seite war. Schöne Hämatome. Mein schöner Bauch. Schön. Egal. Und weiter geht's. Der blaue Fleck ist da schon recht abgeheilt gewesen. Es sah noch viel schlimmer aus. Ja, mittlerweile kann ich dann auch schon einige Workouts mit einbauen. Das Video habe ich auch schon auf YouTube hochgeladen. Es kann recht anstrengend werden, aber es macht doch eine Menge Spaß. Und 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ja, hier habe ich mich getraut, mal ein bisschen anders anzuziehen. Unbezahlte Werbung, bla bla, ihr kennt das. Und der Reifen bleibt auch schon viel besser oben. Ich bin sicherer im Stand. Und meine Haltung hat sich auch schon etwas verbessert. Hula Hoop gehört mittlerweile zu meinem Abendprogramm dazu. Und ca. 30 bis 45 Minuten wird gehullert. Dabei kann auch schon mal eine Maske oder wie hier die Augenpads drauf sein. Und so sieht es jetzt aus. Das war von gestern Abend. Ja. Es hat sich doch einiges getan, finde ich. Vor allen Dingen auch an der Haltung. Jetzt nochmal der Vergleich. Der Start letztes Jahr. Und nun ganz aktuell. Also, ich kann euch sagen, Hulan macht Spaß. Und ja, probiert es doch selber mal aus.